Wenn wir den Sammler nämlich mit den Orcas ausschalten, kommen auch nicht alle Einheiten der Gegner auf uns zu. Alle Einheiten vom Gegner auf uns zu. Wir wollen ja hier nicht das Deutsch verlernen. Oh, mach hin. So, da bei einer Artillerie. Bitte einmal aufdecken. Wir wollen ja nicht uns hier wegklatschen lassen. Oh, nicht landen. Bist du des Wahnsinns? Wo ist die Artillerie? Ach, verdammt. Alle in eure Kojen. Wir decken mal das Gebiet hier auf. Anders geht's nicht. Wir wollen ja nicht von oben angegriffen werden. Wo ist er hin? Da. Da hat er sich versteckt, die Sau. So, den auch. Und den auch. So, Ruhe. Und da ist schon das, wovon ich geredet habe. Wir hatten genug Geld. 600 hätten wir jetzt nicht auf unserem Konto gehabt, hätten wir keine Silos gebaut. Also jeder, der sagt, Silos sind unnütz, stimmt nicht. Meistens schon, aber gerade nicht. So, mit 10 Orcas sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich habe 6 bis 8 einkalkuliert. Jetzt quillt das Geld über und wir haben noch nichts, was wir damit machen können. Obwohl, ich hätte eigentlich einen APC bauen können. Egal, kann jetzt nicht schaden. Ich baue jetzt noch die 10 voll und dann APCs. Was macht er denn? Lonesome Rider. Rider, was soll's? Da kommt das Helix-Squadron hier. Wow, Squadron, nicht Squadron. Boah, das ist so genial. Orcas, ich liebe Orcas. Ich kann euch nur empfehlen, Spiel Conquer Renegade, Senkrechtstarter, könnt ihr da auffliegen. Oh, das ist so schön, mit dem Gegner platt zu machen. Herrlich. Ich kann euch auch nur ans Herz legen, die Mod Renegade X für Unreal Tournament 3. Dort werden auch dauerhaft Patches kommen. Mit einem wunderschönen Musikstück. Ja, ich habe die Zeit ein bisschen genutzt. Ich habe alles restrukturiert. Dingens, Bumsens, ist schon spät, Entschuldigung, Leute. Der letzte Savepunkt war, als ich den Humvee hier runtergeschickt habe. Und dann ist der Humvee abgekackt. Und dann hatte ich erst recht keinen Bock, weil ich erst wieder Geld sammeln musste, um den Humvee zu ersetzen. Hier steht er. Auf jeden Fall, der Sammler steht immer noch von ihnen, die Artillerie ist tot, die Faust von Nord ist auch tot. Ich habe Geld gesammelt, auf 10 abgegradet, jetzt sind 10, jetzt haben sie auch ihre eigene Nummer. Magic. Hier ist das Teil sichtbar, ich weiß auch nicht weswegen. Deswegen ist das sichtbar, ich war mit den Helis nie da. Was soll's. Oder? Ne, die sind alle voll. Ich war gerade echt verwirrt. Egal, wir nehmen mal hier den Weg, denn dort müssten wir möglichst wenig vom Obi getroffen werden. Ja, ja, bitte, 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 bitte. Okay, wir sind dem Obi ausgewichen, hoffe ich. Ja, und der Harvester ist leider noch hier zugange. Ich dachte, die hätten das Feld jetzt schon abgebaut. Egal, wir werden jetzt geradewegs das Flak hier vernichten. Danach mit unseren Orca-Schwadronen weiter hier runter, das MBF, das mobile Baufahrzeug, den Bauhof zerstören und dann dieses Ding hier plätten. So, ich hoffe, das läuft auch so, wie ich es mir wünsche und die Musik ist echt laut, die tut mir echt in den Ohren weh. So. Die hat gerade richtig gedröhnt. So, speichern. Weiter geht's. Obwohl, nee, erstmal hier die Panzer platt machen. Nachher greifen die mich an und ich bin tot. So, Angriff, Angriff. Einheit verloren. Unser erster APC ist tot. Geht's hier noch weiter? Dass das Spiel leckt. Unbegreiflich. So, ist hier noch was anderes auf dem Weg, das beseitigt werden muss? Nein? Habt aber Glück gehabt. Okay, nachladen. Einheit verloren, das war der zweite. Und wir haben das Ding nicht mal, war doch ein bisschen angekratzt. So, hier steht ein Flak, da steht ein Flak, hier steht ein Flak, da steht ein Flak. Das sind die einzigen Gefahren. Sobald die kaputt sind, dürfte ich auch die ersten... Wie heißt es? Luftschlag. Ja, die ersten Luftschläge zur Verfügung haben. Stehen haben. Dingens. Och, es tut mir leid. Okay. Es muss nichts gemacht werden, wir haben Geld. Unsere Raffinerie ist noch nicht mal voll ausgenutzt mit der Kapazität, was wir haben können. Das heißt, wir greifen an und wenn was kaputt geht, kaufen wir es neu. Juhu! Das sind schon 1,5 Orcas, die wir uns leisten können. Ein bisschen mehr sogar.
So, wollen wir erstmal das Flak ausschalten. Schön aus der Ecke angreifen. Stirb, Flak! Weiter runter, weiter runter, weiter runter. Das nächste. Stirb! Okay, wir gehen jetzt geradewegs, fliegen geradewegs nach Hause zum Reparieren. Und dann greifen wir weiter an. Und zwar auf das MBF, damit diese zwei Flaks nie wieder nachgebaut werden. Es wäre sowieso scheiße, wenn sie jetzt nachbauen. Wenn sie sie jetzt nachbauen. So, ich verschluck schon wieder die Hälfte beim Reden. Oh, sie laden alle nach. Du bist verwundet. Verwundet, beschädigt. Wie kann man einen Lili verwunden? Ihr seid scheiße, ihr versaut mir meinen Plan ein bisschen. Wie soll ich da unten rankommen, wenn ihr da steht? Was wir noch machen werden, sobald die Flaks kaputt sind, werden wir einen Luftschlag... Ich habe was gehört. Ist was hier hochgegangen? Nein. Werden wir einen Luftschlag auf die hier produzierten Einheiten werfen. Auf die Flak-Trooper. Denn das ist reines Gift für unsere Orcas. Die können wir nämlich nicht so schnell ausschalten. Auch wenn sie gut gegen Infanterie sind, so gut sind sie nicht. So, du bist der Nächste. Weiter. Was machst du? Geh mir nicht auf den Zeiger. Sobald wir die mit dem Luftschlag ausgeschaltet haben, gehen wir auf die Hand von Nott, damit keine neuen kommen, und danach hauen wir einfach die Kraftwerke weg. Dann ist die Produktion schon mal runtergeschraubt von der Geschwindigkeit her, aber das Wichtigste, der Obelisk kann nicht mehr schießen, und dann kommen wir mit den restlichen Panzern, die wir noch haben. Ah, mach weiter. Okay, apropos restliche Panzer, wir haben Geld im Überfluss, deswegen kaufen wir mal einen. Boah, und jetzt wieder die reinste Angriffsmelodie, ja, boah. So, bitte darunter. Oh, das sieht so geil aus. So richtig verwundbar. Ach, eiskalt. Das erinnert mich richtig an Command & Conquer Tiberian Wars Online. Da gab es auch dann immer solche miesen Aktionen. Komm her, du. Von hinten. Und er hat das erste wie prophezeit nachgebaut. Stopp. Ich weiß nicht, weswegen der eine jetzt weggeflogen ist, aber es regt mich auf. So, und hier geht's direkt weiter mit der Belagerung. Aber ich glaube, wir haben keinen verloren. Das ist schon mal gut. Aber jetzt können sie auch nicht mehr nachbauen. Da haben sie gar keine Gebäude mehr für. So, dich hat's echt schwer erwischt, Junge. Richtig schwer. Du kriegst jetzt erst eine Reparatur spendiert. So, wir bauen schon mal einen neuen Panzer. Wir wollen ja auch ein bisschen mit mit Bodeneinheiten arbeiten. Grundeinheiten. Ach, hier ist der von eben. So, den werfen wir mal eine Granate in den Weg. Werf! Ach, Mist. Werf! Ach, ich treffe so nicht. Oha, jetzt kommt's aber gefährlich nah. Hehehehe. Tot. So, du musst noch nachladen und danach geht's wieder los. Oder? Ja, noch ein bisschen. Hier geht's auch perfekt. Hier geht's perfekt. Die Produktion läuft super. Speichern. Ja, ist ja eben schon wieder abgestürzt. Nach extrem langer Zeit. Das kenne ich sonst eigentlich nicht. Eher so ganz oft hintereinander. So, wir greifen jetzt zuerst das vorderste Flak an. Bietet sich so an gerade. Deswegen machen wir es mal. Dann gehen wir direkt zum untersten, auch wenn da ganz viele ekelhafte Typen stehen, die uns abhalten. Aber das mit dem untersten können wir uns abschmieren, denn wir sehen es gar nicht. Und das ist scheiße, wenn wir was nicht sehen, können wir es auch nicht angreifen. Das heißt, wir müssen gleich noch einen Humvee opfern. So, ihr runter. In Ordnung. Bestätigt. Schnell weg. Perfekt. So, nicht über die anderen fliegen. Okay. So läuft das wunderbar. Humvee. Komm her. Jawohl, Sir. Da meldet er sich. Nummer 10. Gespeichert. Ich glaube, 13 oder 12 Missionen sind es. Wir haben gar nicht mehr so viel von der GDI. Dann kommt Nott. Endlich kommt dann Nott. Was machst du? Obwohl, der ist stark verwundet. So, kleines Futter für zwischendurch. So, schön von dem Obi fernhalten. Vielleicht können wir sogar den Raketentrupps ausweichen. Wenn wir ihn nicht ausweichen können, dann beschädigen wir sie. Oh, hier ist es ja. Wir haben es doch schon. Auf der Karte, meine ich. Bams. Ich kann ihn nicht anklicken. Verdammt. Wieso nicht? Ich kann keine feindlichen Einheiten... Jetzt auf einmal. Wow.
So, Nummer 1. Ihr seid noch nicht repariert. Das ist das Problem. Ich brauche einen Luftschlag. Ich brauche einen Luftschlag. Jetzt verfolgen die unsere Orcas. Ja, das kann ja was werden. Komm, geh die mal abfangen. Du hast ja eh nichts zu tun. Dich brauchen wir eh nicht mehr. Von daher. Himmelfahrtskommando. Und du bist auch verwundet. Beschädigt. Wieso sag ich immer verwundet, verdammt? Rein da. Rein da. Ihr seid intelligent, Leute. Ihr seid echt intelligent. Okay, die sind ausgeschaltet. Das heißt, so viel steht uns gar nicht mehr im Wege. Oh, mach hinne, mach hinne, mach hinne, mach hinne, mach hinne. So, wir bauen jetzt mal eine Funk- und Radarzentrale, denn ich vermute, dass, sobald wir dieses Gebäude haben,